Scheiße. Na ja, komm. Get out my way. Hier ist wieder eine Sackgasse. Und hier ist das Ding. Und da liegt Gold. Das nehme ich auch mit. Hier geht's nach oben. Und bestimmt Sackgasse, ne? Ja. So, hier mache ich mal den Weg frei. So. Und außerdem hier dieses Ding kaputt. Mit einem Feuerball einfach alles vernichtet. Übrigens die Atombombe. So. Das. Dieses. Ach, das sind Knochen. Nee, die nicht. Und sind hier noch irgendwo Pilze? Nö. Gut. Dann sind wir hier auch durch. Und wir können wieder weitersuchen. Und da gehe ich jetzt erstmal zu diesem kleinen Fleck, den ich da hinten gesehen hatte. Da ist noch was. Da ist noch was. Genau das meine ich. Dieses Wabernde. Oh, ein Troll. Ja. Pff. Keine Ahnung. Wir haben jetzt noch 3 Minuten Feuerball. Das nehme ich auch noch mit. Nee, Feuerball bitte. Oh, Alter. Der Feuerbuff, ne? Der Brandbuff, der macht richtig Damage. Nein! So. Autsch, trotzdem getroffen. Ich dich auch. So, und vielleicht verbrennst du? Nee, genau nicht. Ciao. Dein Gold nehme ich mit. Und ich muss außerdem noch mal ein ganz kurzes Päuschen machen. Ich bin aber sofort wieder da. Also, bis gleich. So, weiter geht's. Und wir laufen mal hier rüber. Hä, war hier nicht irgendwo ein Fleck? Oder habe ich den... Nee, da ist er doch. Interessant. Hier sieht man ihn nicht. Man sieht ihn nur auf der Weltmap. Ne, hier. Das ist... Doch, da ist es. Ja. Jetzt haben wir was erkundet. Sehr gut. Dann gehe ich mal nach hier unten. Hole den letzten Fleck. Und wenn wir den haben, gehe ich mal kurz pennen, weil es Nacht geworden ist. Und ich sehe auch tatsächlich, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Weil wir sind, glaube ich, jetzt schon, wenn ich das richtig gecuttet habe, bei Folge 599. Das heißt, wir dürfen uns nicht mehr zu viel Zeit lassen. Ich gehe mal kurz nach Haus. So. Übelst instant connected, das Portal. Sehr gut. Ich nehme mal kurz die anderen Sachen auch auf, wenn das passt. Ja, passt es. Und die hier vielleicht auch. Ich glaube, ja. Und dann sortiere ich das mal fix ein. Berries. Das rein, das rein. Dann, warte mal. Na doch, haben sich richtig einsortiert. Pilze. So. Brauchen wir gar nicht mehr. Sehr gut. Gelbe Pilze hat sich erledigt. Dann müssen wir tatsächlich nicht mehr die Dinges abklappern. Halt nicht Händler, sondern Gold. Das rein, das rein, das rein. Und die. Dann haben wir Feathers. Harz. Eicheln, Kräuter. Die Kräuter hier hinein. Haben sich auch richtig einsortiert. Und die Setzlinge hier. Dann haben wir noch ein bisschen Holz. Das schmeiße ich ebenfalls weg. Und dann hauen wir uns kurz in der Profe. Halt, bevor wir das tun, schmeiße ich nochmal Met nach. Ich hoffe, der ist jetzt mittlerweile durch. Yes, sehr gut. Dann rein und rein. Und wir haben köstlichen Met. Natürlich für die Jungs. Ne? Wenn wir fertig sind mit allem, dann wird wieder angestoßen. So, mach ich mal. Ach ja, die, ey. Stimmt, falls Raymond Magier werden will. Die Option besteht ja auch noch. Da wüsste ich noch gar nicht, wie wir das bewerkstelligen sollen. Keine Ahnung, das mache ich aber auf Bedarf, glaube ich. Ich sortiere das mal so. Und hinauf. Halt, ich habe
glaube ich, die falsche Nahrung mitgenommen. Die falsche Magienahrung. Weil hiervon haben wir mehr. Nämlich. Dann packe ich das mal lieber so. Oh! Gar nicht wahr. Ich habe gelogen. Ich bin ein Lügner. Ist auch immer so gleich übertreiben. Was soll denn das? So. Hinauf. Stimmt aber wirklich, ne? Manche benutzen das Wort Lügner oder Lüge inflationär. Die machen erstmal hier eine Polonaise. Und dabei ist eine Lüge ja eigentlich immer nur, wenn du die Unwahrheit sagst, aber es weißt. Also du weißt, dass das, was du gerade sagst, nicht stimmt. Weil wenn ich zum Beispiel sage, die Welt ist eine Scheibe, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist, dann habe ich natürlich Unsinn geredet und es ist nicht die Wahrheit. Aber ich habe ja nicht gelogen. Wisst ihr, was ich meine? Lügen ist schon, wenn du es auch ernst meinst. Also, wenn du weißt, dass du die Unwahrheit sagst und jemand anderen es versuchst zu verkaufen. Ja, ist ja auch egal. Wie auch immer. Gute Nacht. So, guten Morgen. Und wir erkunden noch ein wenig weiter. Nur ein bisschen. Und füllen damit die letzte Zeit. Oh, sind nur noch eine Viertelstunde. Ungefähr. Okay, okay. Ich gehe durchs No-Name. Da sind wir. Und weggerissen und weggerissen. Und alles mitgenommen. So. Perfekt. Erst die Küste, wa? Einmal hier so die Küstenregion. Ich habe keine Ahnung, wie groß die Insel hier ist. Kann auch sein, dass die sich nach hier unten noch weiter entlang streckt. Deswegen, damit wir da einen entsprechenden Überblick haben, würde ich sagen, die Küste geht vor. Da waren Disteln. Disteln hatten wir noch nie zu viel. Wir hatten noch nie so viel Disteln, dass wir beide Reihen unserer Truhe voll bekommen haben. Ich frage mich auch, ob irgendwann Kräuter dazukommen, die ich dann ebenfalls noch dazu packen kann. Weil momentan gibt es nur zwei Kräuter, deswegen haben die auch zwei Reihen jeweils. Ich weiß nicht, ob das eigentlich... Da war schon wieder ein Bug. Habt ihr das gesehen? Da. Da, was ist das? Irgendwas stimmt da nicht. Das muss am Public Test liegen. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Genauso wie, dass es da so gerade so, da drinnen gerade so hell war. Oder ist euch das schon mal passiert? Dass diese Höhlen so hell sind? I don't know. Hier hätte ich immer noch gerne dieses Fass. Ja, ja, kommt, Alter. Lass mich bloß in Ruhe. Ah, nach oben kann ich nicht. Dann gehe ich hier lang. Gut, ihr wollt es nicht anders. Auf Wiedersehen. So. Einmal durchlaufen vielleicht. Für den Loot. Eigentlich hierfür nur, ne? Nochmal so, so und so, damit wir immer das, was wir brauchen. Ja, Feuersteine, Alter. So, machen wir. Hui. Und da hinten ist noch eine Hütte. Komm schon, lass da irgendwas Geiles drin sein. Vielleicht ein paar Bienen. Eine Bienenkönigin. Das wäre super. Einfach nochmal genau der gleiche Haustyp. So, das mitnehmen und tschüss. Und die lassen mich wieder nicht raus, aber auf Wiedersehen. Und alles gelootet. So. Und alles andere weg. Hervorragend. Habe auch überlegt, ob wir vielleicht so... kleine Arbeiten noch nehmen können, hier so Zinn oder so, aber ganz ehrlich, wir haben auch so viel davon. Ich frage mich immer, ob das Waste ist, weil wir jetzt gerade hier schon sind und irgendwann es brauchen. Aber andererseits will ich jetzt auch nicht unser komplettes... Da war schon wieder ein Bug. Da. Nee, das ist kein... Warte mal kurz. Das kann doch nicht sein, dass da Vegetationsqualität hoch... Ich könnte hier Lichter. Detailgrad sehr hoch. Warum hat er das gerade nicht gemacht? Also warum sind die hier raus? Und hier erst da?
Finde ich aber nicht so schick, ehrlich gesagt. Aber es gibt hier auch nichts, was das ändert, ne? Empfindlichkeit, Audio, Radiosteuerung, Framerate-Begrenzung, Verschiedenes. Deeskalierung, nö. Keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Wir gehen weiter die Küste ab. Da hinten geht eine weitere Insel. Also beginnt eine weitere Insel, glaube ich. Oder ist sie miteinander connected? Ja, ist sie sogar. Krass. Dann wird das doch tatsächlich eine deutlich größere Insel, als ich dachte. Ist aber auch gar nicht schlimm. Wir erkunden hier alles. Da ist bestimmt eine Eiche irgendwo. Aber die müssen wir jetzt schon sehen können. Oder hier ist auch noch eine Lichtung. Komm schon. Gib mir Eichen. Nix. Nee, das sind alles Buchen. Da ist eine Birke. Das war's. Schade. Trotzdem wieder einmal schick hier. Ah, hier ist ein Fluss. An dem können wir uns eigentlich orientieren. Ah, Nixon. Mit Stern. Die nehme ich doch mit. Damit wir wieder ein paar Nixon-Schwänze haben. Wir haben vorhin, beziehungsweise in der letzten Aufnahme, ne, mal wieder einen Nixon-Schwanz verbraucht für diesen Giftmet. Ewigkeiten her. Eigentlich brauchen wir die gar nicht, ne? Ich meine, wozu? Auch diese Gifttränke sind so lala. Obwohl, vielleicht bei der nächsten Folge. Wer weiß. Mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass wir die brauchen werden. Für das, was wir vorhaben. Aber da will ich natürlich noch nicht zu viel verraten. Das werdet ihr dann morgen sehen. Was ich mir da überlegt habe, das wird so geil. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Wer gut aufgepasst hat in den letzten Folgen, der weiß, was wir tun werden. Also, ich habe das nämlich mal erwähnt. Das ist allerdings ein Weilchen her. Ich glaube, bei der Feldarbeit habe ich das mal gesagt. So, hier die ganze Küste ab. Und wir ziehen einmal einen Kreis, würde ich sagen, ne? Also, wir gehen einmal so lange die Küste entlang, bis wir zu einer Stelle kommen. Hier kann ich mir das nicht nehmen lassen, mal kurz auf die Lichtung zu gehen und nach Eichen zu suchen. Da! Weil ansonsten würde ich nämlich nur die Küste abgehen und das Inland machen wir danach. Einfach weil ich keine Zeit dafür habe. Also die Zeit habe ich natürlich, aber ich will ja natürlich, dass das nahtlos aneinander geht, ne? Also dass die Folgen, dass die 100er Folgen halt immer speziell sind. Ich glaube, die einzige Folge, die einzige 100er Folge, die nicht speziell war, war die erste. Also Folge 100. Und ab dann gab es immer eine Änderung. Ich glaube, Folge 300 habe ich auch nichts gemacht, aber ab Folge 300 habe ich mit den individuellen Thumbnails begonnen, dass jede Folge ein eigenes bekommt. Ey. Das war auch übrigens die Umstellung. Aber auch das habe ich mittlerweile irgendwie drin. Tatsächlich. Wenn man das einfach mal ein paar Mal gemacht hat, und ich bin ja jetzt schon bei Folge 599, dann kriegt man tatsächlich einen recht guten Flow rein. Weiß, worauf man achten muss und so, und macht richtig Laune. Auch immer dieses, ne, dass man so kreativ sein muss dabei. Das ist ja, was ich liebe. Das ist, glaube ich, mit der Hauptantrieb, warum ich dieses Let's Play mache. Weil du dir da immer neue Sachen überlegen kannst. Ich liebe das. Kreativität. Kreativ sein. Aber ich glaube, das lieben die meisten Menschen. Jeder ist doch auf seine Weise kreativ. Ja, ich weiß. Du, der jetzt gerade vor dem Bildschirm sitzt, sagt, ne, ich nicht. Ich bin absolut unkreativ. Nein, bist du nicht. Auch du bist kreativ. Du bist ein Mensch. In gewisser Weise sind wir das nämlich alle. Uns allen fällt schon irgendwas ein, wenn es drauf ankommt. Aber mir fallen auch immer tausend Sachen ein, wenn es nicht drauf ankommt. So unnötigen Scheiß. Aber ich kann nicht anders. Beziehungsweise mein Gehirn kann nicht anders. Ich habe manchmal einfach so einen Drang, wie so ein Trieb.
Ein Kreativitätstrieb. Hä? Ach, das ist ein Leviathan, ne? Ich dachte gerade, da könnte ich auch kurz rüber schwimmen. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Bringt auch nichts, den einzuzeichnen, ne? Weil der Ort... Also ich glaube, der Spawnpunkt von dem bleibt nicht gespeichert. Wenn wir hier später wieder herkommen, ist der nicht da. Ich glaube, der ist einfach immer irgendwo random im Ozean und nicht an einen Spawnpunkt gebunden. Kann mich aber auch irren. Boah. Wie ich meine, ne? Das geht hier unten noch richtig weiter. Krass. Blueberry. Das ich soll. So, das hier auch noch. Und hier drauf. Schön weit die Küste ein. Absuchen. Aufdecken. Hier ist noch eine Distel. Und da sind auch noch welche. Her damit. Boah, Alter. Ist das am Blenden? Ist ja blendend. Hier drauf. Ja, hier, das meine ich so Zinn, ne? Aber ich lasse es mal liegen. Ganz ehrlich. Wir können Zinn so easy farmen. Ich erinnere mich das eine Mal. Wie hieß die Folge? Zinnlose Kisten, glaube ich. Und dann bin ich einfach losgegangen und habe innerhalb von, ich glaube, 2 Folgen so viel Zinn gesammelt, dass wir da extrem eingedeckt waren. Weil, ne, da ist schon wieder was, da ist schon wieder was. Das findet man richtig schnell. Diesel, die nehme ich mit. Her damit. Und Blueberry, her damit. Sehr gut. Wir sind sogar 2 nebeneinander. Alles klar. Ja, nee. Ich glaube, diese Sammelressourcen, sowas wie Beeren und Kräuter und so mitzunehmen, das macht absolut Sinn. Und da ist die Kiste ja auch noch lange nicht voll. Da beginnt ein Sumpf. Aber den Rest lasse ich liegen, ne? Hier, Hirschfleisch. Nee, gar nicht. Haben wir noch im Speicher. Genauso wie Hirschfell, Hirschtrophäen und so weiter. Ihr dürft leben. Keine Angst, ihr müsst nicht weglaufen. Ich tue euch nichts. Aber ich würde auch weglaufen, wenn ich ein Hirsch wäre, bin ich ganz ehrlich. Ja gut. Hier wiederum sieht es irgendwie nicht so schick aus. Sieht aus wie ein Steinwald. Alter, wie weit geht's hier denn runter? Okay. Ich glaube, einen kompletten Kreis zu ziehen können wir knicken. Wenn ich so auf die Uhr gucke. Aber ich gehe einfach mal so weit, wie es geht. Vielleicht bis zum Sumpf. Ah, da ist so ein kleiner Bereich Sumpf. Das sieht ja cool aus. Da hinten geht Grasland weiter. Ich laufe mal hier hin zum Erkunden, ne, damit wir hier schön viel davon haben. Und hier muss ich leider auch an der Küste lang, also werden wir jetzt kurz nass. Sind wir aber sowieso schon. Bläh. Oh oh, Leech. Dich nehme ich auch mit. Oh, jetzt habe ich ihn da gekillt, ne? Na komm. So, er kann leider nicht brennen. Dich mache ich mit dem Hammer platt. Damit. Und den Blutsack da auch. Warum töte ich die überhaupt? Ich ignoriere die mal. Ich gehe einfach mal weg. Tschüss. Da hat es gegluckert. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen war, dass da ein Schlundegel ist. Ich glaube nicht. Weil diese Blutsäcke, die sind wirklich, wirklich selten. Die lasse ich auf gar keinen Fall liegen. So. Und hier sind wir wieder im Peaceful Grassland. Man hört es unverkennbar an der Musik. Eichen? Nee. Hier ist so ein Düsterwald drin. Mhm. Naja, gut. Immer so eine Landzunge, die so rausgeht und dadurch so eine hübsche Bucht. Auch wieder so ein schicker Spot, ne? Diesen Stein. Gehe ich mal kurz drauf. Weil muss ich ja sowieso zum Erkunden. Also die Pflanzen im Stein, alles klar. So, ich guck mal kurz auf der Map. Boah. Kann es sein, dass die hier auch mit connected ist?
Das wäre richtig crazy. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich laufe noch ein bisschen. Wir nehmen hier einfach noch so viel Küste mit, wie es geht. Und das müssen wir dann natürlich ebenfalls auch nochmal auf das Dingens übertragen. Wer ist es denn? Auf den Kartentisch, Kartografietisch. Können wir aber eigentlich auch machen, wenn die Jungs da sind. So, hier haben wir wieder eine Lichtung. Vielleicht auch eine Eiche, das wäre nett. Nö. Die Wildschweine gehen erstmal schwimmen, viel Spaß. Ach so. Das war nur ein Ast. Ich dachte, was gibt's denn da? Hier sind noch ein paar Strawberries. Was laber ich denn? Raspberries? Strawberries war was anderes. Gut, hier lang. Ja, gut. Immerhin ist hier dann allmählich vorbei. Aber ich sehe das schon kommen, ne? Dieser Bereich da hinten, dieses riesige Inselstück, das gehört, glaube ich, hiermit zu. Außerdem, je weiter wir nach außen gehen, also je weiter wir uns vom Kartenzentrum entfernen, Kartenzentrum ist immer der Altar und da ist immer Grasland. Und je weiter wir nach außen gehen, umso höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf ein gefährlicheres Biom treffen, ne? Das heißt, noch ist alles low, was wir hier finden. Aber, ne, es kommt dann eher Sumpf oder Ebene oder so, ne? Da hinten war eine Ebene. Zum Beispiel. In der Nähe von unserer Base ist auch Ebene. Und hier geht's schon los mit Sumpf. Den mag ich am liebsten. Nicht. Weil, wenn man da reingeht, wird man immer nass. Also es regnet immer. Auch wenn es nicht regnet, regnet es da. Das finde ich richtig gemein. Hier, ihr werdet es gleich sehen. Ja gut, jetzt sind wir sowieso nass. So, hier drauf. Hier regnet es nicht. Warum nicht? Regnet es nicht normalerweise immer? Bin ich jetzt bescheuert? Scheinbar nicht. Haben die das geändert? Ich dachte eigentlich, das war immer so. Immer wenn man im Sumpf ist, dann ist man nass. Gut, ich stamm nochmal auf den Baumstamm, weil mir das da ein bisschen zu wenig aufgedeckt ist. Sag mal! So, und ich will erst mal wieder was. So. Ruhe im Karton. Und ich jump hier drauf. Und gebe es nach hier. So. Ja, das geht. Ne, ihr seht es auf der Map. Auf der Minimap. Ja, komm, Alter. Allerdings ganz schön wenig live. Warum regenerieren wir nicht? Wahrscheinlich, weil wir nass sind, ne? Gehe ich mal von aus. Ich bewege mich mal wieder zur Küste. Hä, das wundert mich echt, dass wir nicht nass werden. Weil ich dachte, es regnet immer in der... Oder kommt es darauf an, in welchem Sumpf wir sind? Ist es bei manchen Sümpfen so und bei anderen nicht? Oder die haben es echt rausgepatcht. Würde mich freuen. Finde ich nämlich sehr nervig, dass sie das so gemacht haben. Auch wenn es passt, dass es im Sumpf immer nass ist. Aber dieses... Also, dass du immer diesen Nassbuff hast. Schon dezent. Nervig. War das ein... Blutegel? Schlundegel? Nö. Gut. Hier lang. Und hier lang. Küste. Das war noch ein Vieh. Komm, zeig dich. Nee, doch nicht. Man kann sie übrigens am einfachsten erkennen, dadurch, dass sie dieses hier werfen. Diese Ringe, diese Wellen. Das ist am einfachsten zu erkennen, weil unter Wasser erkennt man sie schlecht.
Haha. So, kannst du mal verbrennen, bitte? Nee, will er nicht. Und noch ein. Tschüss. Dann jump ich mal hier rüber. Und hier rauf. Glibberbaum. Gut zu wissen. Trage ich ein. Cool. Ja, ich weiß nicht, Alter. Als ob wir hier jemals wieder herkommen. Ich glaube, ich kann das echt knicken. Da ist noch einer. Komm, ich trage ihn ein. Warum auch nicht? So. Glibberbaum. Da, dieses Geräusch meine ich. Das ist einfach nur so ein Sumpfgeräusch, oder? Oder heißt das, dass hier ein Vieh ist? Weil ich sehe ja keins. Also glaube ich nicht, dass es da heißt, dass hier ein Vieh ist. Gut. Tschüss. Da hinten ist noch ein, sind noch ein wenig Kräuters, also die Strom. Die nehme ich mit. Dann habe ich sie plätschern gehört. Ich gucke nochmal, ob hier ein Schlundegel ist. Nee, aber da ist ein Glibberbaum, den trage ich ein. Nix, ne? Nö. Gut, es geht gerade die Sonne unter. Und außerdem ist es auch soweit. Wir müssen uns allmählich wieder nach Hause begeben. Deswegen brauche ich mal ein Portal. So. Und wir gehen hindurch. Hallo? Ah, jetzt. So, hervorragend. Und ich schmeiße außerdem mal kurz hier das und das hin. Und wir holen eben noch Harz. So, einmal das, was hier unten lag. Und das, was hier nachgespawnt ist. Her damit. Nice. Hervorragend. Und zurück. So. Ich glaube, das können wir sogar wieder aufsammeln. Unser Inventar ist perfekt gefüllt. Das heißt, wir gehen kurz runter, sortieren alles ein. Holz. Edelholz. Stein. Harz. Haben wir gar nichts, ne? Doch, Augen hatten wir. Dann Kräuter, Beeren. Monsterfleisch. Eicheln, Fleisch, Gold. Knochen, habe ich gesehen. Ansonsten hier nichts. Gold rein. Ist doch alles richtig sortiert. Hier in Magie kommt das Harz rein. Da haben wir sogar wieder die ganze untere Reihe voll. Monsterfleisch. Zack. Dann Berries. Sind auch richtig sortiert. Dann Kräuters. Ebenfalls richtig sortiert. Setzlinge. Haben wir schon 30. Sehr gut. Hier haben wir noch Reptilienfleisch. Und eine Trophy. So. Sehr gut. Und dann hätten wir alles, ne? Glaube ich. Wir haben für die Jungs alles soweit gut vorbereitet. Wir haben hier auch noch den köstlichen Wirt, den nehme ich mal auf Tasch. Haben wir die nämlich nächstes Mal direkt. Und außerdem nehme ich mal das. Und das. Warte mal, warte mal. Wie machen wir das? So, ja, doch, so machen wir das. Und so. Und so. Dann wird das deren Nahrung, dass ich den direkt zuwerfe, ne? Und das sind die letzten drei Brote. Und wenn die auch aufgebraucht sind, können wir unsere Magienahrung wieder aufnehmen. Perfekt. Ja, ich mach mal lieber so. Und hier drei und drei. Sehr gut. So. Warte mal, da fehlt irgendwie ein Hühnchen, ne? Jetzt nicht mehr. Eigentlich völlig egal. So, alles klar. Das war's. Und dann sehen wir uns tatsächlich dann ja erst in der nächsten Folge wieder. Und das wird dann ja die Special-Folge. Da habe ich richtig Bock drauf. Alsbald werden wir es zocken. Und ich habe natürlich jetzt auch schon ein bisschen vorgezockt, damit ich mehr als genug Zeit habe, um Folge 600 zu cutten. Aber alles wird reibungslos laufen. Hoffe ich zumindest. Sei denn, ich habe irgendwas verkackt. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das passiert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und abonnieren nicht vergessen. Es kommt noch eine ganze Menge cooler Stuff hier auf diesem Kanal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.